Servus Kalli, willkommen beim FCA. Du bist ja jetzt schon ein paar Tage hier und durftest schon die Testspiele spielen und auch schon mal im Training dich unter Beweis stellen. Wie findest du denn Augsburg und was ist so dein erster Eindruck von der Stadt? Hast du da auch schon was sehen können? Ja, servus erstmal. Also in der Stadt war ich ja bei meiner Unterschrift, kurz vor meiner Unterschrift, war ich mit meiner Frau da unterwegs und hat uns ziemlich gefallen. Die kleinen Gassen, ist ja relativ eine Altstadt, aber können uns da wohlfühlen. Jetzt bin ich gerade im Moment noch im Hotel. Ab 1.9. haben wir dann ein Haus mit meiner Frau zusammen und dann kann man sich erstmal richtig einleben. Das klingt doch gut. Du bist vom FC Schalke 04 zum FCA gekommen, warst dort auch Kapitän. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du jetzt gedacht hast nach Augsburg und wie ist der Wechsel vonstatten gegangen? Ja, zu all dem muss ich sagen, klar, durch die Corona-Pandemie wurde erstmal alles stillgelegt. Ich hatte einen auslaufenden Vertrag auf Schalke und dann kam Augsburg und die haben sich einfach sehr drum bemüht, mich nach Augsburg zu holen. Die Gespräche waren sehr, sehr positiv mit allen drei Verantwortlichen und die haben mich einfach überzeugt von dem Plan des FCA. Und ich habe einfach gedacht, dass der FCA zu meiner Mentalität passt und habe mich dann so für ein neues Kapitel entschieden. Du sprichst es an, du kommst viel über die Mentalität, bist auch jetzt nicht an eine bestimmte Position gebunden. Bei Schalke hast du von Rechtsverteidiger über rechter Flügel und auch im zentralen Mittelfeld schon gespielt. Auf was für einen Spielertyp können sich die FCA-Fans denn einstellen bei Daniel Caligiuri? Ja, ich denke, ich bin einer, wie du es schon gesagt hast, der über die Mentalität, über die Power geht und ein Spieler, der niemals aufgibt. Also ich sehe immer noch, auch wenn wir im Rückstand geraten, dass immer noch, wenn die Zeit da ist, die Möglichkeit besteht, immer noch wieder zurückzukommen. Und ja, ich denke, dass ich auch ein sehr risikoreicher Spieler bin, der mal das 1-gegen-1 sucht oder mal, ja, wie ich schon sagte, das Risiko nehmen, im vorderen Dritten natürlich. Und ich werde dann versuchen, dann meine bestmöglichen Qualitäten rauszuholen. Zwei Kostproben davon haben wir auch schon sehen dürfen. Du hast ja schon in den beiden Testspielen gegen Heimstetten und auch Unterhaching mitgespielt. Du hast gegen Heimstetten sogar schon getroffen, warst direkt eingeteilt für Elfmeter, den Elfmeterschützen, hast ihn auch souverän verwandelt. Wie waren denn deine ersten Minuten im FCA-Trikot für dich? Wie hat es sich angefühlt? Ja, beim neuen Verein auflaufen zu dürfen, ist immer etwas Besonderes, ein schönes Gefühl natürlich mit den neuen Mitspielern, mit meiner neuen Mannschaft. Und klar ist, dass man sich erstmal noch in den nächsten Wochen noch besser kennenlernen muss auf dem Platz und auch neben dem Platz. Aber die Jungs haben mich bisher super aufgenommen, alle. Ist ein super Team und ich freue mich darauf, wenn die Saison beginnt, dass wir uns dann alle zu 100% verstehen und wir gemeinsam hoffentlich Siege feiern können. Das hoffen wir auf jeden Fall auch. Was uns natürlich noch interessiert ist, was macht Daniel Caligiuri denn neben dem Platz, wenn er nicht gerade Fußball spielt? Was sind so deine Hobbys? Was machst du, wenn du mal Freizeit hast? Ja, jetzt im Moment bin ich ja auch allein. Meine Frau ist jetzt heutzutage ein paar Tage zu Besuch gekommen. Sonst, klar, die PlayStation gibt es auch, aber es ist nicht nur alles. Man liest natürlich auch gern von Zlatan Ibrahimovic gerade ein Buch. Und dann ist einfach je nachdem mit Golfen ab und zu mal, habe ich auch schon gesehen, dass in der Nähe einen schönen Golfplatz gibt in Augsburg. Und ich denke, jetzt müsste ich lügen, wenn ich sage, kochen. Aber im Moment versuche ich immer meiner Frau in der Küche zu helfen. Und ich denke, das wünscht sie sich, dass es noch öfters der Fall sein wird. Das klingt auch vielversprechend. Und dann, wenn es mit der gemeinsamen Wohnung in Augsburg dann soweit ist, dann schauen wir mal, wie du in der Küche dich anstellst. Das schauen wir dann, ja. Zu guter Letzt, im September starten wieder die Pflichtspiele. Bei uns geht es mit dem DFB-Pokal los. Wie sehr ist die Vorfreude bei dir schon da und schaust du schon so weit voraus oder bist du noch eher direkt in der Vorbereitung? Aber was für ein Gefühl hast du für die Saison? Ich denke mal, die Vorfreude wird schon vorhanden sein bei dir, oder? Ja klar, also wie man es auch kennt, ich denke, jeder Spieler mag nicht so die Vorbereitung. Am liebsten soll es gleich losgehen, aber die Vorbereitung gehört natürlich dazu, um Kraft zu tanken und taktische Vorgaben des Trainers dann
auch zu lernen oder zu verstehen, jeder einzelne Spieler und als Team zusammen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es losgeht. Aber jetzt in der Vorbereitung heißt es erstmal, Kräfte zu holen, Kräfte zu tanken und dann mit voller Konzentration aufs erste Pflichtspiel. Alles klar, das war's auch schon. Wir sagen danke, Kalli, für deine Zeit. Sehr gerne. Und freuen uns, dich dann bald wieder auf dem Platz spielen sehen zu dürfen. Dankeschön, ebenso.